Herzlich willkommen zurück zum Begeisterungssimulator. Nee, halt zu SnowRunner, das war's eher. Mit dem Randy. Hallo. Jo. Vorsicht, Schiff von hinten. Richtig. Und wir versuchen jetzt die letzte Mission abzugeben. Wie gesagt, ich krieg's dir nicht angezeigt. Ich fahr jetzt mal hier rein. Richtig. Sie Wenn sehen ja, ich. wo Sie rein müssen, ne? Ja, das ist die Ja. Markierung, gibt's ja ganz normal, weil du kannst sie dort laden. Richtig. Und wenn das nicht funktioniert, dann switch mal. Und dann werden wir sehen, was jetzt hier passiert. Vielleicht fange ich auch gleich an zu fliegen. Oh je, ich glaube, bei mir kackt gerade wieder das Spiel ab. Hä? Ja, sie drehen sich auf jeden Fall auf der Stelle. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht wahr. Und weg ist er. Ja, und, aber das, was steht denn noch, jetzt noch da? Der Trailer steht noch da. Mit Bohrer. Ja, versuchen Sie den dort reinzuziehen einfach. Ich war jetzt weit genug entfernt, ne? Ich war wirklich weit entfernt. Ja, ich versuche mein Glück mal. Ich hätte Sattelplatte mitnehmen müssen. Ja gut, das kriegst du auch gezogen. Versuchen Sie es entweder mit dem Kran oder versuchen Sie es mit Ah dem ja, stimmt. anderen. Selbst wenn ich den Trailer umschmeiße, kann ich ja mit den Kran hantieren. Kannst du noch hantieren, ha? Aber ich würde erstmal versuchen, ja, kannst du ihn ja reinziehen, ist ja dort eben eigentlich. Das ist richtig. Wahnsinn! Zum Glück haben wir die Karte dann geschafft. Dann können wir nur auf, ja, Besserung hoffen. Ja, so ist es. Bin ich wieder auf das Gefühl. Boah, sag mal. Der Anlauf hier nimmt, oder was? Also dein mein LKW vorne ist auch gedespawnt. Ja, der hat bumm, ne, und dann war er weg. Haben Sie die Langwinde oder die Starkwinde? Ich habe die Medium-Winde, wenn mich nicht alles täuscht. Das Problem ist die Stützen. Ja, Medium, aber die längere Version Die davon? längere Version, ja. Das Problem ist halt, die Stützen, die haben sich so in den Boden reingegraben. Das wird eher nichts. Aber na gut, dann versuche ich es halt an den Haken zu hängen irgendwie. Das wird schon werden, würde ich sagen. Also am besten hinter die Ablautestelle stellen und ganz lang gezogen, dass sie das nur noch ranholen müssen. Ach ja, Nicht das ist auch eine Möglichkeit, ja. nur so arbeiten, weil die haben ja nur, in Anführungszeichen, nur ein Offroad-Fahrzeug. Ja. Und das ist halt. Mal gucken, ob ich mit dem Kran da überhaupt hinkomme. Aber der müsste ja eigentlich ein bisschen länger sein, ne? Ja. Was das Ausfahren angeht. Bisschen, da ist ein bisschen länger. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Ist halt noch die Frage, der sieht mir halt gesichert aus. Ob der entsichert ist, aber naja. Gucken Natürlich ist der gesichert. Ich habe das ja nicht lose gemacht. wir mal. Ja, dann mal gucken. Kranhaken, nee, Kranhaken aktivieren, ne? Mach ich jetzt das erste Mal, deswegen. Ah ja, dann in den Kranmodus. Ah ja, okay. Ja, rausfahren. Rausfahren. Oh, halt. Wie kriege ich denn den hoch? Mit der anderen Taste? Links, rechts? Nee, Nee. ich glaube Y und X oder was das ist. Heben, senken, YX, so. Ja, genau. Aber macht er nicht. LB, HB? Ach nee, LB, okay. Ja, gut, ich hätte das andere Schema, Also. deswegen bei Ihnen jetzt ist. So. Gut, dann passt das erstmal wieder. Wie war das andere jetzt nochmal? Was? Naja, das Was Aus. willst du Achso, da? halt, nee, das Ausfahren. Achso, vorwärts, rückwärts. Ja, das war. Ha, einfach mit dem Stick hoch. Naja, Dann okay, fährt da er komme ich aus. schon mal ansatzweise nicht ran. Aber ich kann den ja jetzt so in der Position lassen und will weiter vorfahren, oder? Funktion schließen. Ja. Darfst du nur nicht zurücksetzen. Ja. Oh, nö. Gut, dann machen wir das Ganze nochmal. Kran aktivieren. Kranmodus. Wo ist denn der Punkt? Der da? Okay. Ja. Okay, da gibt es meine Karre aus. Weil ich Schwer. glaube den. Nee, ich hab den Trailer dran. Das.
Ja, sie sollen ja eigentlich auch den ganzen Trailer dort einfach reinziehen. Ja, aber reinziehen kann ich nicht. Jetzt versuche ich halt eigentlich. Nicht hin. Ne, der hakt im. Warte mal, ich stelle erstmal den Kran wieder her, Krise. Ich versuche den mal hier vorne ranzunehmen. Der hat sich. Achso, jetzt fällt er eh um. Sehr gut, nee, jetzt oder? Ist die. Ja, der Dings ist umgefallen. Das ist alles gut, weil jetzt kann ich. Jetzt hat sich ja die Ware gelockert. Achso, ja, dadurch, dass das nicht gelockert war, konntest du jetzt auch nichts machen, ne? Ja, ist richtig. Ja, besser ist das. Du. Das ist schon voll ausgefahren. Tatsächlich. Hoch bitte. Ja gut, dann Kran aktivieren. Okay. Dann fahren wir ein bisschen rückwärts. Du. Mal wieder so wird. Dann nochmal aktivieren. Kransteuerung bitte rein. So. So. Hä? Okay, dann muss ich erstmal hier rüber. Ziehen wir schon mal kurz den Trailer weg. Ja, sehr schön. Danke. Also wirklich so großartig weit vor ausholen kann der halt nicht, ne? Ja, wenn du es noch weiter machst, wäre es physikalisch wieder schwierig wahrscheinlich. Schauen wir. Gut, ja, dann muss ich halt so halbwegs hier so dran. Rückwärts. Halt. Dann machen wir mal den Kran aktivieren. So halbwegs. Ah, ja. Ja, sieht gut aus. Wahnsinn, ich glaube, so lange haben wir noch nie für eine Mission gebraucht. Ja, ist richtig. Jetzt darf jetzt normal noch nicht umkippen. Warte mal, der. Man könnte ja wirklich denken, wir sind blöd, ne? Aber es ist ja eigentlich nicht so. Nö. Es ist ja wirklich viel bedingt, dass es teilweise wahrscheinlich wirklich nicht erfüllbar ist. Weil sobald du zu nahe kommst, kackt das Spiel weg oder irgendwas. Ja. Beiden mal. Wenn es jetzt nicht funktioniert, dann schreibe ich eine ganz böse E-Mail. An meine Mutter. Das war schon Mutti. Es geht nicht. Was ist denn los, mein Kung? Ich versuche den mal jetzt irgendwie über mir zu halten. War nicht große Experimente, lass den flach auf dem Boden. Achso, ja, okay, wenn sie das sagen, dann. Na, wenn denn so hoch, wenn es geht und sie gut mit den Stützen ausgefahren sind und da nicht kippt, dann mag das. Ja, mit den Stützen mag das alles schleiden, aber ich müsste die ja wegnehmen, wenn ich rückwärts will. Ja. Deswegen, aber gut, dann machen wir das halt einfach mal so. Aber es kann dann auch so funktionieren mit dem Farben. Ja, ne. Auch wenn die ausgefahren sind, weil wenn du dort einen Schlamm hast, dann zieht sie einfach nur durch den Schlamm durch. Also, ja, stell den einfach mal auf den Boden, sicher, sicher. So, Haken reinfahren. Ja, sieht gut aus. Okay. Oh lol. Okay, das zieht er als Winde an. Verstehe. So, Moment. Dann halt nochmal das ganze Experiment nach vorne. Anhängen, dankeschön. Dann bitte den Kran wieder deaktivieren. Dankeschön. Lastengang rein. Und bitte nach hinten. Blockrad nicht, Automatik bitte nach vorne. Blockrad auch nicht. Das hat er jetzt schon wieder, ja. Okay, Winde lösen. Kran wiederherstellen. Okay, das ist interessant. Oder? Versuche ich mich mal bitte hier rauszuziehen. Ah. Ja. Dann machen wir das jetzt halt nochmal so. Wenn das angenehmer ist. So. Ja, was ist angenehmer? Sieht doch komisch aus. Warten Sie. Experiment. So.
mag das jetzt so schleichen. Ich hoffe mal. Dann Kranmodus rein. Gucken, komme ich da jetzt überhaupt noch ein bisschen hin oder ist das jetzt schon wieder zu weit weg? Das ist natürlich schon wieder zu weit weg, ne? Na klar. Gut, also vorfahren. Wir kriegen das schon noch hin, Freunde. Ey, habt da gutes Vertrauen drin. So, dann machen wir das Ganze wieder dran. Ah, da kommt mein Kollege. Krise. Ja. Gut, reicht, danke. Aufstellen bitte. Jetzt wird's spannend. Ich stehe mir genau in dem Bauding drinne. Nee, ich glaube aber eher, das muss über den Trailer gemacht werden, wenn mich nicht alles täuscht. Lassen Sie doch, du musst so loslassen, sonst funktioniert es eh nicht. Also. Nö. Wahnsinn, ein Effekt. Hast du es nicht gemerkt? Nee. Ich höre nicht, weil die Vögel zu laut gezwitschert haben. Aber auf jeden Fall, würden Sie Ihren Trailer wieder dran, einfach mal wieder dran machen oder geht das jetzt nicht? Ich kann den von hier hinten holen vielleicht. Nee, können Sie jetzt überhaupt einen Trailer dran machen? Das ist jetzt ja, die Frage. Logisch. Also, dann machen Sie das. Achso, der steht ja noch ein bisschen zu doof, ne? Achso, weil der hier vorne, ja. Ich versuche das mit dem anderen Netz hier zu machen. Ist richtig. Also, weil ich will jetzt nicht nochmal so nah daran fahren. Also, das Spiel fünfmal neu starten für nichts. Ist richtig, ja. Komm jetzt einfach rückwärts, Sie heben es einmal rum. Bin ich schon dabei. Und dann irgendwie ausrichten, dass ich das sehe und dann versuche so gerade wie möglich drunter zu fahren halt. Ja. Ja gut, das wie sie das heben. Und wie das aussieht, ey, das Ganze echt. Das sieht das halt alles normal aus, ne? Bei mir ist das Seil steif in irgendeine Richtung gespannt, aber nicht so wie es gehört. Ach so? Ja. Oh, ist cool, naja, ich nutze die Zeit für ein. Ne? Bisschen drunter, sie müssen für, ausrichten. Für ein Thumbnail. Ja, Thumbnail muss sein. Thumbnail. Naja. Man muss ja trotz allem sagen, da kommen gute Folgentitel dabei raus. Klick rastet aus. Genau, das Ausrasten ist so. Ich denke mal, so müsste es am praktischsten sein. Je nachdem, wie weit es von der Entfernung ist, kann ich ihn dann noch hin und vor justieren. Ja. Haben Sie gesehen, die können die Ware ja auch drehen am Seil? Ja, habe ich schon gesehen. Andere Richtung bitte. Nee, dann doch andere Richtung. Ja, bitte. Das. Stell muss nach hinten sein. Ja, das Problem ist nur, da lässt sich ja nicht weiter drehen, weil der dann an meine Achse kommt. Hä? Ja, du kannst doch weiter ausfahren, Mann. Naja, stimmt auch wieder. Alter, das war das Falsche. Moment, ah, Gottes Willen. Nee, der ist jetzt schon maximal ausgefahren. Oh nee, was? Oh nee, um Gottes Willen. Ja. So hört sich ein normaler Kranfahrer an. Ja. Ganz normale Arbeitsroutine. Ach du Scheiße, um Gottes Willen. Geh doch, geh doch. So. Ja, jetzt ist unten drunter richtig. Warte rüber. Ja. Warte nach links komplett schwenken. Ey, ja. Ganz schön, ja, und jetzt einfach runter mit dem Einknickmoment. Verstehe ich nicht, aber passt schon. Ja, wo du zurückfährst mit dem Stick nach hinten. So oder was? Weiter runter. Ja, das sieht ganz gut aus. Hm? Ja. Bin zu weit links, oder? Ist nicht ganz drauf, lass es einfach mal los. Versuchen einfach mal drauf zu schmeißen. Jetzt ist er für mich weg. Wunderbar, Achtung. Jetzt ist er für mich wieder drauf. Glückwunsch dazu. Achtung, ich fahre jetzt rückwärts, aber ja. Ich die Mission eigentlich nicht habe. Ja, soll ich lieber rein switchen oder wie oder will? Ja, dann fahren Sie den mal lieber weg. Nicht dahin. Rückwärts, weg. Naja, bin er dabei.
dann mache ich quasi ab in die. Versuche einfach nur so in die Dings rein. Wo ist denn hier der. Hier, Werkstatt. Ja, mit Doppelklick komme ich ohne Fahrzeug in die Werkstatt. Oh ja, okay. Gut, dann gehe ich jetzt in die Ehren rein. Das ist der Tiger, ne? Ja, dann steht gleich direkt neben mir und müssen so nur auf Fahrzeug wechseln gehen. Ja, ja. Rum. Oh, Trailer ist gelöst, okay. Obwohl da steht dann Anhänger lösen. Anhänger ankoppeln. Okay. Was denn? Ist komisch, worden so. Anhänger lösen? Ah, jetzt ist er dran. Nee. Ja, also der ist bei mir. Anhänger ankoppeln. Nee, ich krieg ja einen Trailer nicht angekoppelt. Ja, dann muss ich's machen. Also wieder raus. Das ist richtig. Moment. Der hier, ne? Ja. Bitteschön. Bei mir ist er dran. Ja, bei mir nicht. Bei mir sind nur die Stützen unten. Ja gut, das ist immer so ein typischer Synchro-Fehler. Ich fahr jetzt mal rein, mal gucken, was passiert. Ja. Auch nichts passieren. Ja doch, du musst erstmal Frachtverwaltung X und dann die Mission da abgeben. Ach so. Vorsicht. Jetzt. Nee. Ne? Gibt's Kraftstoff zum Laden. Ah ja, okay, gut, dann gehen sie halt nochmal raus, dann versuch's ich jetzt nochmal. Hm? Ja, oder. Irgendwie. Und. Weg mit dem Alten. Hat man echt das Problem hier, dass ich das durch dich nicht aktiviert kriege? Sehr gut. Dann ich gehe nochmal ins Dings rein. Die Werkstatt. Halt. Ja. Sind sie? Ja, ja. Achso. Warten alle auf sie. Und da kommt die Szene. Bam, 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 bam. Aufgestiegen, Level 12. Ich hab nichts gesehen. Und neben Level 12 auch 12 FPS, weil jetzt solides Fundament aktiviert worden ist. Super. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht lange halten. Naja doch, ich muss ja einfach nur, solides Fundament, Verfolgung stoppen. Zack, und schon sind wir wieder im richtigen FPS drin. Sehr gut. Aber, also ich lasse sie wieder rein. Mhm. Bei mir haben sie nämlich immer noch den Bohrer drauf. Okay. Bitteschön. Jetzt bin ich aufgestiegen. Oh, ich hab den Bohrer noch dran. Ich kann ihn noch fahren. Sehr gut. Aber, nee, der Trailer ist aber irgendwie abgehangen. Warte, ich versuche ihn anzukoppeln. Ich hab ihn wieder dran und wir haben einen Bohrer dupliziert. Herzlichen Glückwunsch. So macht man Geld, Freunde, im Ölgeschäft. Nichts mit Öl abpumpen und teuer verkaufen. Wir duplizieren Bohrer. Ding. Aber du siehst, dass das Ding gebaut ist. Sieht jetzt bei. Ja, es ist ein Turm, aber sah da vorher anders aus. Ich hab da überhaupt keine. Der sah vorher anders aus. Der ist jetzt, wenn du auf der Karte guckst, ist das jetzt hoch. Ach so. Ja. Ja, wie ist denn das mit der anderen? Warte mal, da ist die Betonplatte. Hier hinten fährt noch runter. Ja, dann kann man ja nochmal Dings machen. Wo ist denn die andere Mission hier? Über den Fluss. Richtig, über den Fluss könnte man noch machen. Beziehungsweise. Müssen wir aber erstmal aktivieren. Sie können so machen. Ich hab nur noch 50. Liter? Jo. Hab mich, was ich ständig mit dem Sprit machen. Ganz ehrlich. Also ich kann es versuchen, das müsste vielleicht noch klappen über dem Fluss, aber es kann halt sein, dass er mir über den Fluss ausgeht. Kannst du nicht mehr abhängen, das ist Mist. Achso. Müll ist das doch. Erstmal können sie es aktivieren und freischalten. Rüber. Ja. Dann folgen Sie mir. Ich feuer unten durch den Wald direkt. Pff, wie Sie das handhaben wollen. Ja gut, man kann ja da hinten lang fahren, ja. Aber drücken Sie nicht rückwärts, dass ein Baum stimmt.
Muss sein. Dann fahren wir halt eine Runde und dann fahren wir den mal hinterher. Voilà. Du lässt das Wasser ab und ich fahr einfach drüber. Ich sag den einfach beim Staudamm, die sollen mal kurz alles öffnen. Na genau. Geht schnell, ich muss mal fix einen Trailer rüberfahren. Das ist kein Problem. Da muss man gerade mal gucken, wo ist denn hier die blödeste Stelle? Das hier drüben, wie das mir so ausschaut. Blödeste vor allen Dingen. Ja, ist auch immer so die blödeste, die schlaueste, die dümmste. Oi! Da macht er den Flip und dann tschüss ins Wasser. Na gut, also auf jeden Fall. Die Haltungsnote okay, aber der Rest für den Stunt an sich nicht übel. Nicht ja, übel, ist, ne? Ist gefährlich um den Stein, das sieht gar nicht so steil aus, ne? Ja, der Kran hat halt gewackelt wie Sau. Ja klar, das ist das Übergewicht oben rum halt. So, also über die Steine drüber, ja? Ja, irgendwie so, ne? Weil da guckt ja irgendwas raus, das scheint da irgendwie am Pflasten zu sein. Haben sie gehupt gerade? Ne. Ne, ne, kann ich nicht. Motor abgesoffen steht da. Jetzt 42 Schaden hast du jetzt kassiert. Oh ja. Echt? Ich habe jetzt gerade gesehen, bei ihm nochmal 42 Schaden, ja. Ich krieg gern. Deshalb hast du nochmal 36 am Motor gekriegt. Echt? Mhm. Ja, dann musst du deine Bei meiner Anzeige, ne, Anzeige. 30. Meine Schadensanzeige tut sich da gar nichts. 161 von 180. Alter, hier ist die Strömung aber auch nicht gerade wenig. Achso. Das Gute ist, die Tiger-Reifen drauf hat, muss ich sagen. Wenn wir über den Fluss Verfolgung starten. Ist auch sowas. Du hast die Verfolgung gestartet quasi? Ja. Ist aber eigentlich, also habe jetzt oben nichts gesehen. Oh, die Strömung zieht den LKW mit, cool. Ja, ja. Das habe ich schon gerade beim Fahren gemerkt. Das war echt nicht ohne. Über dem Fluss, abgeschlossen, sehr schön. Und jetzt haben wir schon wieder dieses scheiß solide Fundament aktiviert. Meine Fresse, Neins. Das war easy. Verfolgung abbrechen, vielen Dank. Also mit dem LKW jetzt ganz ehrlich. Hier hinten kannst du auch weiterfahren, ne? Ja, da kommst du dann, bei den Dings raus, bei den Lager, wo wir das Gelumpe hätten nochmal holen können müssen. Also das erste Zeug kannst du vorne, vorne kommt ein Stein, kommst du nicht dran vorbei. Also es ist extra so eingezeichnet irgendwie. Ne, das sind nur Steine eingezeichnet, das ist aber kein Weg. Ne? Weil oben da, wo sie liegen, sieht es ja auch nicht aus wie ein Weg. Das sind drei Steine da oben. Ja, ja, aber das da drüben sieht ja schon fast so aus wie gewollt, weißt du? Ja, aber der große Stein da dort, um den müsstest du rumfahren, das sieht aus, als wäre drumherum nur tiefes Wasser. Oh, so. Ja, also man kann zwar näher ranfahren, ich versuch's mal. Oh, versuch's einfach mal. Was doch nicht. Zack, das hier auf der Karte. Ah, oh ja. Also das war definitiv schon, ja gut, wer fährt auch außen rum mit dem Trailer, das wäre Wahnsinn. Ah doch, hier hinten gibt es eine Platte hinter dem großen Stein. Mhm. Die habe ich nicht gesehen von hier. Da kommst du bis jetzt ganz gut hin. Aber ohne Schnorchel wäre hier schon wieder, naja. Feierabend. Mhm. Ah doch, man scheint außen rum zu kommen. Wasserverdrängung hätten sie echt ein bisschen schöner modellieren können. Na gut, jetzt kommen hier aber Höhe. Oh, hohe Steine. Also sie müssen gleich am Festland sein. Ja, theoretisch ja, aber jetzt geht's ja halt mit einem Sumpf von Erde los und nochmal ein richtig tiefes Loch. Jetzt sind die Schuhe auch sauber. Oh, jetzt sind sie an Land. Bin ich an Land. Ja, klappt doch. Ja, gut, ohne Auflieger, ne? Ohne Auflieger, ja. Schlimme, den Bauwagen hätte ich ja nicht lange. Gut, mit dem Bauwagen hätten wir auch nicht da runter gekonnt, davon mal abgesehen. Weil das ist ja das Ding, wo ich damals hing, weil da unten, wo sie stehen, ist nämlich ein Upgrade oder war ein Upgrade. Haben wir ja schon eingesammelt. Achso, ja. Ja, ja. Das zeigt er mir, glaube ich, immer noch an, oder? Nee, zeigt er mir nicht mehr an. Zeigt er. Aber, also, wenn du überlegst, wie schnell du da über die Karte theoretisch huschen könntest. Ja, ja. Das ist schon krass. Also ist schon krass, das stimmt allerdings. Dann sagen sie an. Ja, ich sage an. Ich mache kurz einen Gut und dann sage ich dementsprechend mit an. Ich überlege halt noch gerade, ob hier während der Aufzeichnung gab es da auch mal eine Pause-Einstellung eigentlich schon, ne? Aber irgendwie auch nicht, ne? Okay, Moment. Da gucke ich mal kurz. Falls sie mich noch hören können, ne, dann hört ihr mich noch, weil Shadowplay, ne, wenn das Spiel im Hintergrund ist, wissen wir das ja nie. Ich habe eine Umfrage gemacht,
auf dem YouTube-Kanal, wenn den YouTube jetzt mal laden würde, im Community-Bereich. So, 11 Kommentare, die lesen wir natürlich alle klar noch mit vor. So, gucken wir mal hier. Ich klicke erstmal wieder ins Spiel rein. So, falls ihr mich jetzt nicht gehört habt während dessen Zeit, wir haben eine Umfrage gemacht auf YouTube, oder ich habe eine Umfrage eher gesagt gemacht, vor 14 Stunden zum Aufnahmezeitpunkt am 17.05., also am 16.05. Und da hieß es, wir werden bald die Map wechseln, was wollt ihr sehen? 1068 Stimmen, na, das nenne ich mal Interaktion. Ja. Da haben 32% für Alaska gewählt und 38% für die Russland-Map. Ja, und was mit dem Riss? Wie für den Rest? 62 plus 38 sind Ich habe 100. 32 verstanden. Ach so, nein, 62 und 38. Also Ja. wird's Alaska. Es wird von der Mehrheit gesehen Alaska, Ja, gut, Schnee richtig. ist auch mal was Geiles, muss man sagen. Viele sind scharf auf Schnee, was verständlich ist. Ja, Und auf die also. Ami-Trucks, auf die großen. Immer da ja freischalten können. Ja, ist richtig, ja. Dann wissen wir also, was wir tun. Aber das wird noch angemerkt. Meiner Erfahrung nach ist Alaska härter als die, wo ihr jetzt seid. Für russische Karte mehr angenehm spielen aufgrund der starken Fahrzeuge. Naja, aber wir wollen ja auch ein bisschen, das hat der liebe, wer hat das geschrieben, JLS. Ja, das ist schon richtig, also Alaska wird bestimmt ein bisschen härter werden, aber das ist ja ein bisschen die Herausforderung, ne? Wir müssen ja nicht schnell schnell machen und alles. Wenn halt einfach mal ein bisschen was dauert, dann dauert es halt einfach. Und Klick hat ja auch starke Traktoren, Traktoren vor allen Dingen, LKWs. Ja, du, oh, das ist ein P16. Zum Beispiel, ja. Und dann wird das schon was werden. Das Einzige, wo es halt hängen wird, der, na gut, der P16, also der Heavy, der hat halt keine Schneeketten. Ja, Und und dann kann ich das halt mal übernehmen, wenn es mal um was richtig Schweres geht. aber allgemein, ihr seht ja, die Schneeketten, die fangen ja auch erst bei Level, na gut, die fangen bei Level 14 an. Also je nachdem, was wir dann in Alaska machen, werden Ich wir glaube, bei relativ. anderen schon sogar ab Level 12 bei kleineren Fahrzeugen. Umso größer die Fahrzeuge waren, umso höher waren die Levelbegrenzungen auch. Ja, deswegen. Wird dann schon irgendwie alles klappen, würde ich sagen. Ja, Aber auch gut. mit Schlammreifen kommst du auch gut durch. Ja, gedenke. Ja, dann sind wir fertig. Das war ein Krampf für Michigan. Leck mir am Arsch. Gucken wir mal, oder Das hoffen wir mal, dass es stimmt. in Alaska besser wird. Das hoffen wir. Ja. Schlüpsi haben das letzte Wort. Ach ja, sie kriegen von mir auch noch Fotos, ne? Ja. Echt? Ah ja, sie kriegen von, ich krieg von ihnen noch Fotos, ja. Ja, muss ich erst mal gucken, wo die sind. Ja, in dem Sinne sehen wir uns dann wahrscheinlich im Schnee wieder. Vergesst nicht, Jacke anziehen. Es könnte ein bisschen zugig werden. In dem Sinne, tschüss. Ah.